Erfurt. Einen kräftigen Applaus für das Fanfarenorchester Erfurt, bitteschön. Das war das Stichwort. Ja, genau. Okay, ich darf ich nur schnell was fragen? Wen darf man hier immer was fragen? Immer den Chef vorne, ne? Christian Beutner, guten Tag. Alles mal gehabt. Das lasse ich durchgehen. Fanfarenorchester Erfurt, wie lange, woher? Was macht ihr so? Wir bestehen seit 1950 und sind hier in Erfurt ansässig und wir machen Fanfarenmusik. Also Marschmusik, Polka, Parademarsch, alles was so anfällt, Schlager, Rock, alles. Und Mitglieder von alt bis jung, das können wir sehen, oder von jung bis alt an dieser Stelle. Wer also Interesse hat, seid ihr voll oder freut ihr euch über Nachwuchs? Wir freuen uns immer über Nachwuchs. Wir brauchen unbedingt Nachwuchs, vor allem bei unseren Fanfaren. Das ist sehr wichtig. Christian sieht auch eigentlich schon ganz gut aus, er würde farblich richtig gut reinpassen bei euch. Ja. Er könnte Papi spielen, ja. Aber das mit dem eigenen Bauch, würde ich sagen, ja. Es geht auf alle Fälle. Ihr begleitet uns heute den ganzen Tag musikalisch. Ihr könnt nicht nur Kürbisse hier entdecken im Megapark, sondern immer auch das Fanfarenorchester. Das Schöne ist, das geht bei euch ohne Mikros, ohne Verstärkung. Ihr seid mobil, ihr seid zu Fuß unterwegs und ihr marschiert durch den Park auf und ab und seid immer weit und laut zu hören. Und das wollen wir jetzt mal testen. Hier ist es, das Fanfarenorchester Erfurt. Applaus nochmal.